Hallo, wie versprochen, heute ein Video von meinem Ubuntu 15.04 Rechner. Und wir wollen mal gucken, wir sind hier unter Ubuntu 15.04, wie wir unseren HP-Drucker aus dem letzten Video verbunden kriegen. Ist eigentlich ganz einfach. Ich habe den jetzt mal per USB an meinen PC angeschlossen. Und dann geht ihr mal auf die Systemeinstellungen. Da gibt es die Drucke. So. Drucker Localhost. Ich mache das hier mal so ein bisschen auseinander, damit man besser erkennt. So, es wurden noch keine Drucker konfiguriert. Hinzufügen. So, und da findet man direkt da oben in der Liste seinen Drucker. Und Verbindung per USB oder HP, Linux, ist dasselbe in grün. Wir machen einfach mal weiter. Nach Treiber wird gesucht. So. Jetzt kann man sich noch einen Kurznamen aussuchen. Das hier ist mein PC, der heißt so. Und anwenden. Testseite drucken. Sagen wir mal Testseite drucken. So, schauen wir mal. Da dürfte sich gerade was tun. Am Drucker, der druckt eine Testseite. Wie aufregend. Kommt die Ubuntu-Testseite heraus. Sehen wir hier unten. Und schon haben wir einen Drucker. Mehr ist eigentlich nicht. Ubuntu kommt da rausgedruckt. Und hier auch in farbig, buntig. Und dann ist das gut. So einfach ist das mit dem HP hier anzuschließen. Ja, deshalb nehme ich gerne HP-Drucker, weil ist schon so dabei. So, wer das nicht so machen möchte, sondern gegebenenfalls anders, ne, oder er hat vielleicht eine andere Ubuntu-Version, wo das so standardmäßig nicht so aussieht, der könnte sich die HP-Lib-Toolbox installieren. Ja, könnt ihr auch auf wiki-ubuntu-users.de nachlesen. Und zwar braucht ihr dafür HP-Lib-GUI, also Benutzerinterface. Dann kriegt ihr so ein Symbolchen. Und mit diesem Symbolchen könnt ihr dann das gleiche in grün machen. Ne? Zwar alles auf Englisch, aber das gleiche in grün. Setup Device. Und über USB ist es jetzt angeschlossen. Falls ihr es über WLAN habt, könnt ihr es darüber machen. Next. So, und da findet ihr wieder den Drucker. Da sagt er wieder Next. So, und jetzt heißt der so und der heißt so und Add Printer. Und dann haben wir das auch schon. Device Added. Hier oben haben wir ein schönes Symbolchen dann. Ne? Sieht man dann Settings, kann man die Einstellung, das Menü wieder aufrufen. Und wie ist der Status? Der ist Idle. Ne? Idle. Idle heißt, der ist so am Warten. Idle. So, und dann kriegen wir so ein Dingenskirchen hier. Und wir können auch hierüber dann direkt scannen. Ne? Ansonsten, wenn ihr scannen wollt, scannen, einfach suchen, kommt die Anwendung Simple Scan. So, ne, kann man dann auch optional über diesen Knopf erreichen. Ich habe in dem Kästchen schon unser Ubuntu Pad wieder eingelegt, wie beim letzten Mal. Ne, einfach nur so ein Test. Einfach mal was rein zum Scannen. Dann klicken wir mal auf Scannen. Dann scannt er, was sieht man? Ne? ScanJob startet, hat man also dieses HP Lib GUI. Dann kriegt man auch Statusinformationen, was gerade so läuft und tut. Und dann haben wir unser Ubuntu Mauspad hier eingescannt. So. Und dann können wir das speichern. Ne? Scanntes Dokument, sagen wir mal, auf dem Desktop. Heißt hier Schreibtisch und Speichern. Wird gespeichert. So. Und dann können wir das wieder zumachen. Gescanntes Dokument JPEG, da haben wir es schon. Sehr schön, ne? Gutes Scan-Ergebnis. Ich zoome mich mal ran, sieht man gut die Struktur des Mauspads, was ich da so habe. Da könnte ich vielleicht mal sauber machen, das ist auch schön. Wunderbar. Das Simple Scan erreicht man auch hierüber. Ja, es gibt auch noch verschiedene diverse andere Scanner-Anwendungen, wenn ihr wenn euch die zu simpel ist, ist auch in dem Artikel von Ubuntu Users hier beschrieben. Link hänge ich an. Ja, gut. Supplies. Wie sieht es denn mit meiner Patrone aus? Wie viel Schwarz ist noch drin? Wie viel Bunt ist noch drin? Status. Was wird gerade gedruckt? Scan Job ist completed. Kann man sich da angucken. Ne? Kriegt man dann, wie gesagt, hier unter Ubuntu
so ein Symbolchen und hier oben auch Symbolchen. So einfach ist das. Deshalb nehme ich ganz gerne die HP-Geschichte. Ne? Hier, wie gesagt, Testseite sieht man Ubuntu mit, was weiß ich, vielleicht noch IP-Adresse und welcher Treiber in welcher Version wird hier benutzt. Ist alles schon dabei, da braucht man gar nichts mehr installieren. Also wer dieses extra HP-Lib-Toolbox-Ding nicht braucht, braucht man normalerweise gar nicht, dann braucht man auch gar nichts installieren. Ne? Geht direkt. Ja, ihr könnt auch WLAN direkt über USB konfigurieren, zum Beispiel. Ne? Wenn ihr jetzt über WLAN zugreifen wolltet, könnt ihr das hier machen. Status, Supplies, Drucker, Einstellungen, Seiteneinstellungen, Portrait oder Landscape. Ne? Das ist also Querformat oder Hochformat. Landschaft ist ja quer, Portrait ist hochkant. Und die Druckausgabe, Reihenfolge, die erste Seite zuerst oder, Printer, Control, was ist jetzt gerade so am Drucken, dass man auch mal einen Druck abbrechen könnte. So einfach geht das. Gut, das wollte ich nur nachgereicht haben. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.